Subiru. Wenn du jetzt losgehst, bekommst du vielleicht Arbeit. Bonjour, Monsieur Maisongross. Arbeit, keine Arbeit für dich. Wie soll ich dich beschäftigen, wo nicht mal für mich genug zu tun ist? Kein Mensch kauft mehr beim Bäcker. Die kaufen jetzt alle beim Konditor, weil das modern ist. Versuch's im Hospital. Der Mann, der dort gearbeitet hat, ist seit gestern nicht mehr da. Merci, Monsieur. Schaff das Zeug gleich raus zum Müllabladeplatz. Vermass ab Yell und verbrenne alles. Es wimmelt von Bakterien. Christus die Kirche gegründet? Um alle Menschen zu lehren, von den Sünden zu reinigen und zu erlösen. Wie lange lebte Christus auf Erden? Christus lebte ungefähr 33 Jahre und führte ein sehr heiliges Leben in Armut. Das ist richtig. Nur fehlte das letzte und wichtigste Wort. Er lebte in Armut und Leiden. Vergiss das nie, mein Kind. Denn nur durch Leiden hoffen wir, das Reich Gottes zu erlangen. Was ist die Dreieinigkeit? Ich fragte, was ist die Dreieinigkeit? Hast du nicht verstanden?
Doch, Schwester. Aber ich weiß es nicht. Hast du schon davon gehört? Vielleicht, Schwester. Du bist mir ein Rätsel. Entweder bist du gleichgültig oder dumm. Ich bin dumm, Schwester. Ich habe doch kein Gedächtnis. Träge bist du. So ein großes Mädchen. Die Älteste in der Klasse. Nichts von der Dreieinigkeit zu wissen, ist unentschuldbar. Geh auf den letzten Platz. Was ist, Marie? Ich wollte nur sagen, dass meine Schwester Bernadette gefehlt hat, als in der Klasse die Dreieinigkeit durchgenommen wurde. Sie versäumt oft den Unterricht. Sie ist nämlich krank. Was fehlt ihr? Sie hat Asthma, ich glaube, so nennt man. Meinst du Asthma? Ja, Schwester, so nennt Dr. Dessous wenigstens. Sie atmet schwer. Manchmal hört sich das so an. Lachen vergeudet wertvolle Zeit. Zurück zum Unterricht. Toinette, vielleicht kannst du Bernadette erzählen, was die Dreieinigkeit ist. Die Dreieinigkeit ist ein Gott in drei Personen. Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist. Marie-Thérèse, guten Morgen. Guten Morgen, Hochwürden. Guten Morgen, Kinder. Guten Morgen, Hochwürden. Ich bin nur vorbeigekommen, Schwester, um zu hören, wie viele Kinder sich zur ersten heiligen Kommunion vorbereiten. Sechs. Wir wiederholten gerade den Katechismus. Schön. Könnt ihr ihn alle? Ja, ja. Gehört sehr großer Fleiß dazu. Und Fleiß soll auch belohnt werden. Ich habe Heiligenbilder. Wollt ihr welche? Oh, ja, ja. Also gut. Hier hast du eins. Danke, Euer Hochwürden. Wenn ihr erst älter seid, werdet ihr sehr bald dahinter kommen, dass der Katechismus nicht nur eine Lehre religiöser Dinge, sondern auch eine Hilfe ist, die euch durch euer ganzes Leben hindurch leiten wird. Verzeihung, Hochwürden, dieses Mädchen verdient es nicht. Es wäre ungerecht gegen die anderen. Sie kann den Katechismus nicht. So etwas höre ich aber nicht gern. Es sollte dir ein Ansporn sein. Lerne fleißig. Du hast Arbeit? Sous. Vom Bäcker? Woher? Frag mich nicht. Du hast doch nicht gebettelt. Schlimmer. Das stinkende Verbandszeug vom Krankenhaus musste weggekarrt und verbrannt werden. Solche Arbeit gibt man Subiru. Und hier lässt man ihn wohnen. Subiru, der Müller, der das beste Mehl in Eskop machte, haust in einem Gefängnis, das für die Gefangenen zu feucht und kalt war. Es war nicht gut genug für Diebe und Mörder, aber Subiru und Familie, die können ja leben. Lass sie doch krank werden und verrecken. Wen kümmert das schon? Komm rein, Jan. Mama, das ist Jan. Sie will mir nachher bei meinen Aufgaben helfen. Na schön. Für einen mehr reicht's auch noch. Setzt euch hin. Oh, bitte nicht für mich, Madame. Ich bin nicht hungrig. Ich habe schon gegessen. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Wer schnell ist, kriegt das meist. Justine! Hey. Du kommst in die Hölle, wenn du das sagst. Ich sagte nur, wer am schnellsten ist, der kriegt am meisten. Das ist doch so. Du sollst das nicht sagen. Ihr seid wieder schmutzig wie die Schweine. Schämt euch. Steht auf und wascht eure Hände. Alle beide. Was für ein Lärm. Wer kann es schaffen bei so einem Krach? Entschuldige, Papa. Halt es hier. Macht Feierabend. Es ist kein Holz da. So, muss ich noch Holz holen? Ich arbeite doch genug. Das Einzige, worum ich bitte, ist Ruhe und ein bisschen Wärme, wenn ich zu Hause bin. Muss ich denn für alles sorgen? Ich werde Holz holen, Papa. Darf ich Marie helfen, Mama? Nein, das sollst du nicht. Du weißt, wie schnell du dich erkältst. Aber ich ziehe mich ganz warm an. Mama. Bitte. Mama. Na, meinetwegen. Aber sieh dich vor. Mama. Darf ich auch? Nein. Ach, bitte, Mama. Du verlässt nicht das Haus, bevor du nicht Gott um Verzeihung bittest. Luise! Was ist denn geschehen? Der Kleine hat wieder Krämpfe. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Hilf mir, Luise! Beruhige dich, Krossigen. Ich komme in ein paar Minuten. Bitte, bitte, Luise, komm doch gleich Mama, mit. Mama, Mama, darf ich mit? Nein. Oh. Du bleibst hier bei Justine. Oh. Hör auf zu maulen. Ihr seid zurück, bevor es dunkel wird. Komm, Bernadette! Beeil dich! Wer kletzt über die Brücke, kommt in deine dumme Gans. Thank you.
Bernadette. Guten Tag, Madame Nicolo. Wie geht's den Eltern? Danke, es geht Ihnen gut. Wie geht's Ihrem Sohn, Monsieur Antoine? Ausgezeichnet. Danke. Und Mademoiselle Bernadette? Mir geht's gut, Monsieur. Ich muss jetzt gehen, sonst wundert sich meine Schwester, wo ich bin. Darf ich über die Brücke? So oft Sie wollen und ohne Brückenzoll. Danke, Monsieur. Warten Sie, ich werde Ihnen helfen. Die Brücke schwankt nämlich sehr. Findest du nicht? Aber Privatbesitz. Das macht doch nichts. Wenn wir da Holz wegnehmen, ist es Diebstahl. Holz ist Holz. Sei nicht solch Angsthase, Bernadette. Ich bin kein Angsthase. Doch bist du einer. Komm, Marie, wir gehen.
Und wenn sie nicht mehr da ist, was dann? Wir können doch nicht das schwere Bündel den ganzen Weg allein zurücktragen. Siehst du, ich sagte dir doch, dass sie nicht mehr da ist. Nein, nein, das glaube ich nicht. Sie wird schon irgendwo stecken. Wenn sie tot wäre, würde sie am Boden liegen. Wo gibt es, dass es ein Toter kniet? Dann würde sie doch antworten. Sie hält uns nur zum Narren. Der werde ich zeigen. Bernadette! Was ist denn? Was ist? Das wollten wir von dir hören. Ich dachte, dein Asthma hätte dich getötet. Stehst du denn noch rum? Komm jetzt! Du weißt doch, wir müssen vor Dunkelheit zu Hause sein. Ich komme. Wir warten nicht noch mal durch das kalte Wasser. Geh du drüben am Ufer entlang, wir treffen uns an der Brücke. Wie könnt ihr beide nur so schwindeln? Das Wasser ist doch lauwarm. Bernadette! Du bist nicht recht bei Troste, das Wasser ist eisig. Das finde ich nicht. Meine Füße sind überhaupt nicht kalt. Warum hast du denn da drüben auf den Steinen gekniet? Ich sah jemand. Wo? War jemand bei dir? In der Höhle drüben? Oh, da war jemand. Da hast du gleich um Verzeihung gebeten. Jean, komm, erzähl uns, wer es war. Gut. Wenn ich's tue, dürft ihr mich auf keinen Fall verraten. Auch Mama soll nichts davon erfahren, schwört es mir. Ich schwöre. Bernadette, schwören möchte ich nicht gern. Deshalb schwören ist eine Todsünde. Und vor meiner ersten Kommunion darf ich doch keine Sünde begehen. Komm schon, erzähl's uns. Mir erschien eine Dame in Weiß. Sie trug einen blauen Gürtel und eine goldene Rose auf jedem Fuß. Niemals sah ich in meinem Leben etwas Schöneres. Unsinn. Was hätte wohl eine schöne Dame an einem Müllabladeplatz zu suchen? Ich weiß nicht. Aber sie war da. Doch, gewiss. Kommt, wir wollen schnell von hier weg. Du nimmst das Bündel. Nein, ich nehme dies hier. Es ist größer. Ihr werdet sicher müde sein. Sind die Mädchen denn noch nicht zurück? Hm? Nein. Madame Yves Kutscher war hier. Er sagt, sie braucht dich nicht mehr als Wäscherin. Wo soll dann das Essen herkommen? Frag mich nicht. Ich denke schon die ganze Zeit drüber nach. Bernadette! Wo wart ihr so lange? Ich hatte schon solche Angst. Wir haben viel Holz mitgebracht, Mama. Drei Bündel, das reicht lange. Es ist noch mehr zu tun, als nur Holz zu holen. Sauber machen und Wasser muss geholt werden. Ich lauf schon, Mama. Ich kann bald nicht mehr. Bernadette! Bernadette! Renn nicht zu schnell! Danke, Jean. Auf Wiedersehen. Mama, hilf mir doch. Sie weiß doch, dass sie nicht so rennen soll. Den ganzen Heimweg ist sie gerannt wie eine Wilde. Wir konnten sie nicht mehr einholen. Und heute Nacht wird sie wieder husten. Bernadette ist ganz aufgeregt. Sie hat nämlich in Massapiel eine Dame gesehen. Sie war ganz in Weiß mit goldenen Rosen an den Füßen. Was redest du da für dummes Zeug? So hat sie es uns erzählt.
goldene Rosen an den Füßen. Sie sagte, die Dame stände in einer Grotte. Sie wäre sehr schön, hätte ein goldenes Kruzifix, einen Rosenkranz aus Perlen. Marie! Und du hast versprochen, nichts davon zu erzählen. Mama hat mich gefragt. Sag mir, was dieser ganze Unsinn soll. Es ist wahr, Mama. In der Höhle von Massabielle sah ich eine wunderschöne Dame. Dame? Was für eine? Ich weiß nicht. Auf einmal war sie da und dann verschwand sie wieder. Och, Unsinn. Nein, Mama, sie war da. Sie war so wundervoll. Allein ihr Anblick gab mir... Subiru, hörst du, was sie sagt? Ich hab's gehört und ich weiß auch, warum sie es sagt. Sie schneidet auf, erfindende Geschichte, um zu renommieren. Erzählst uns da ein hübsches Märchen. Goldene Rosen an den Füßen. Unglaublich. Nein, Papa. Die Dame war wirklich da. Wirklich. Herein! Für dich, gute Freundin. Du hast mir mein Kind gerettet. Was wir zu geben haben, ist wenig, aber es kommt von Herzen. Nein, Cosi. Das nehmt ihr wieder mit. Wie könnten wir es dir anders vergelten? Nimm es bitte. Ja, Luis. Wenn unsere Freunde uns schon etwas anbieten, schlagen wir es doch nicht ab. Ihr braucht es doch genauso nötig. Aber nein, meine Tante kam heute und brachte uns was. Wir teilen nur unser Glück mit euch, Luis. Gott schütze euch beide. Das reicht für viele Tage. Och, die große Großmutter. Oh, was für wunderbare Omelette diese Eier geben werden. Louis. Bonsoir, Madame, Monsieur. Bonsoir, Louis. Fein, dass du da bist. Was bringt dich hier aus einem kalten Rücken? Hast du gehört von der Trüben? Dem Stallknecht vom Café? Mhm. Ein Pferd hat sein Bein gebrochen. Pferd, das Pferd? Nein, du, der Lou hat sich's gebrochen. Dreimal gleich. Das ist aber schlimm. Nein, das ist gut. Oh, schäm dich, Lou. Ich meine, schlimm für du, der Lou. Aber gut für deinen Mann. Kawe will jetzt dich für ihn haben. Deswegen komme ich. Zwei Frauen täglich und ein Essen dazu. Super. Zwei Franken täglich. Papa, darf ich denn auch mal auf dem Pferd reiten? Ich bin älter, ich darf zuerst. Warum seid ihr überrascht? Immerhin hatte ich mit KW vereinbart. Ich kriege die erste Stelle, die frei ist. Nur das, Knecht. Tja, ich glaube, sogar ein Müller darf heute nicht wählerisch sein. Bestelle KW von mir, ich nehme an. Das weiß er. Erwarte dich morgen früh 5 Uhr. Träne, Mama. Nur weil ich so glücklich bin. Ich bin ja auch so glücklich. Das müssen wir feiern. Ihr bleibt alle hier. Nein, aber natürlich, ihr esst mit uns. Aber Subiru, ich habe doch gar nichts vorbereitet. Nun, es wird schon gehen. Wir haben genug zu essen und ich habe eine Anstellung. Wir schlagen die Eier in die Pfanne und wir machen Omelette. Ich will nichts mehr hören. Los, Kinder, helft eurer Mutter. Erst Omelettes und hinterher Wurst, Mama. Bitte kommt nicht herein. Lass sie in Ruhe. Sie ist sehr krank. Es geht ihr schon besser, Mama. Sie hat die Augen wieder auf. Fühlst du dich jetzt besser? Ja, danke, Madame. Ich hole dir etwas Milch. Danke vielmals. Ich möchte nichts trinken. Bernadette, was war? Heute Morgen erschien die Dame und hat zu mir gesprochen.
gesprochen? Was denn? Sie sagte, bitte tu mir den Gefallen und komm täglich hierher, 15 Tage lang. Dann sagte sie, in dieser Welt wirst du wohl kaum glücklich werden. Erst in der nächsten. Und so baten wir den Bernadette, nach der Kirche mit uns zu kommen, weil wir auch die Dame sehen wollen. Na, und habt ihr sie gesehen? Nein, keine von uns sei. Nur Bernadette sah. Bitte. Bernadette. Geht's dir besser? Ja, Mama. Es ist doch gar nichts gewesen. Nichts gewesen? Du schreckst mich halb zu Tode und du sagst, es wäre nichts gewesen. Ich lasse zu Hause das Essen anbrennen. Ich renne durch die Straßen wie eine Verrückte und was finde ich? Du sitzt da, wie eine Prinzessin auf dem Thron. Du, ich kann... Sie dürfen das Kind nicht schlagen. Sie ist ein Engel des Herrn. Ein Engel. Sie ist das Gespött von ganz Lot. Mama, komm, Mama. Wir wollen gehen, dass wir noch vor Papa da sind. Nein. Erst wenn du mir versprichst, du gehst nie mehr nach diesem Massabiel. Nie mehr. Mama, ich kann das nicht versprechen. Ich soll doch täglich die Dame aufsuchen, 15 Tage lang. Versprich's deiner Mutter, Bernadette. Solche Aufregung schadet dir nur. Also gut. Ich verspreche dir, Mama, nie wieder nach Massabiel zu gehen. Außer du selbst gibst mir die Erlaubnis. Darauf wirst du wohl umsonst warten. Ich werde dich zu Tante Bernard bringen, dort vergisst du vielleicht den Unsinn. Komm jetzt. Und du auch. Ich danke Ihnen für Ihre Güte, Madame Nicolau. Ihnen auch, Monsieur. Was hältst du davon, Mama? Sowas bedeutet nichts Gutes. Mama, solange ich lebe, werde ich wohl so ein schönes Gesicht niemals vergessen. Mir erscheint sie fast wie eine Heilige. Mama. Mama. Hm? Was ist? Bernadette weint. Was ist denn, mein Liebling? Komm, setz dich zu mir ans Feuer. Mama, die Dame war so schön. Wenn ich an sie denke, habe ich das Gefühl, komm. In deinem Alter hat man eine rege Fantasie. Das vergeht. Du musst es vergessen, mein Kind. Du bist doch schon ein großes Mädchen. Es dauert nicht lange, dann wirst du eine Frau sein. Du wirst bald verheiratet sein und Kinder kriegen. Das Leben vergeht. Mein Kind. Du glaubst nicht, wie schnell. Wenn Sie
hier bleibt, fürchte ich für ihre Gesundheit. Sie spricht zu niemandem. Sie schläft nicht und ihr Essen lässt sie immer stehen. Bernhard, könntest du sie nicht zu dir nehmen? Du weißt nicht, was es heißt, wenn alle Leute auf einen zeigen, das ist der Vater von der Irren. Schließlich bin ich ein ehrbarer Müller. Aber auch ihr Vater. Und du, ihre Mutter, das scheinst du zu übersehen. Die beiden Menschen, die trösten und verstehen sollen. Und ihr wollt sie verfrachten wie ein Sack Mehl. Ich denke doch nur an... Nur an dich selbst. Bernadette ist ein Mädchen, das solche Geschichten ja gar nicht erfinden kann. Sie hat sie gesehen, aber nicht die anderen. Könnt ihr beurteilen, wer Recht und wer Unrecht hat? Diese Dame ist vielleicht eine himmlische Erscheinung. Ach, dann erscheint sie aber nicht an den dreckigsten Platz, den es je gibt. Christus wurde in einem Stall geboren. Sehr unwahrscheinlich, was Bernadette erzählt. Bloß, wenn sie sagt, sie soll 15 Tage zur Grotte gehen, dann muss sie es tun. Das erlaube ich ihr auf keinen Fall. Du wirst mit ihr gehen. Du darfst den Kopf nicht in den Sand stecken und so tun, als ob überhaupt nichts gewesen wäre. Hörst du? Es ist kein Scherz. Und schon gar nicht für Bernadette. Was werden die Leute sagen? Gar nichts, wenn ihr euch auf ihre Seite stellt. Du wirst sie nach Massabielle begleiten. Ich gehe mit. Und wenn ich neben ihr gehe, soll niemand wagen zu lachen. Ihr Plan ist dem Rat vorgelegt und von ihm befürwortet worden. Daher habe ich ihn überzeugt davon, dass Ihr Ansuchen berechtigt ist, an den Innenminister weitergeschickt. Gezeichnet Baron Massy, Präfekt. Sie sehen also, meine Herren, die dauernden Proteste Ihres Bürgermeisters tragen Früchte. Die höchsten Stellen erwägen, die Eisenbahnstrecke bis nach Lourdes auszubauen. Ausgezeichnet. Großartig. Herr Kommissar. Was ist? Die kleine Soubirous geht wieder nach Massabielle. Was soll ich tun? Ich dachte, Ihre Mutter hat es ihr verboten. Aber heute geht Ihre Mutter mit ihr. Unverständlich, dass sowas vorkommt inmitten des 19. Jahrhunderts. Das ist doch eine Wahnsinnige. Leidet an Halluzinationen. Ich schlage vor, Herr Bürgermeister, dass Sie sofort etwas unternehmen. Aber meine Herren, überlegen Sie mal. Wenn ich etwas in dieser Angelegenheit tun würde, hieße das die Sache aufbauschen. Und die Zeitungen würden ein Übriges tun. Ich glaube, es ist mehr ein Fall für den Staatsanwalt. Nein, durch den Staat kann leider keine Anklage erhoben werden. Es betrifft den Herrn Kommissar. Niemand hat ein Gesetz gebrochen. Es betrifft den Polizeibeamten. Massabielle ist doch Ihr Distrikt. Ja, Kommissar. Dann tun Sie Ihre Pflicht. Ich bin vorgelaufen, um Ihnen zu sagen, ich komme nicht allein. Mama, Tante Bernhard und meine Schwester kommen mit. Und ein paar Nachbarn von uns. Verzeihen Sie mir, aber ich hätte sonst nicht kommen dürfen. Ich wünsche sogar, dass du jemand mitbringst. Wo ist sie? Ist sie da? Oh ja, dort steht sie doch. Jetzt grüßt sie euch. Seht ihr? Thank you.
Ihr macht, dass ihr weiterkommt. Ihr da unten, ihr sollt machen, dass ihr weiterkommt. Da könnt ihr nicht hören. Ihr sollt nach Hause gehen. Da bin ich machtlos. Ich lehne die Verantwortung dafür ab. Es ist ein Skandal. Wie kommen diese Zeitungsschreiber dazu, uns für so eine Sache verantwortlich zu machen? Ganz Frank wird uns auslachen. Ausgerechnet jetzt, wo Lourdes an das Eisenbahnnetz angeschlossen werden soll. Ich hatte schon den Plan für den Bahnhof dafür entworfen. Dieser Traum ist vorbei, meine Herren. Für immer. Wer wird schon eine Eisenbahnlinie in ein Nest legen, wo Spukgestalten wie im Mittelalter ihr Wesen treiben? Kein Mensch. Es dreht sich für uns um weit mehr als um das Geplapper einer kleinen Schwindlerin oder Verrückten. Die ganze Zukunft unserer Stadt steht auf dem Spiel. Es muss etwas geschehen, um diesem Unsinn Einhalt zu gebieten. Wer soll das tun? Wer? Natürlich die und der Staatsanwalt. So gern ich diese Sache aus der Welt schaffen würde, ich bin machtlos. Das Kind geht friedlich an diesen Ort, kniet nieder, sagt seinen Rosenkranz und geht wieder. Jetzt frage ich Sie, verstößt das gegen das Gesetz? Ja, und zwar deshalb, weil es die religiösen Gefühle verletzt. Wieso? Nun ja, schließlich ist es doch eine Herabwürdigung zur heiligen Jungfrau, an einem Schutterbladeplatz zu beten. Sie hat ja nie behauptet, die heilige Jungfrau zu sehen. Die Menge behauptet das. Sie sagt, sie sieht eine Dame. Eine schöne Dame. Und die Vision einer schönen Dame kann nicht als Verstoß gegen das Strafgesetz ausgelegt werden. Der Himmel bewahre uns davor, sonst würde die gesamte männliche Bevölkerung ihr Leben hinter Gittern zubringen. Lassen wir doch jetzt diese Scherze. Ja, 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 was ist? Entschuldigen Sie, Herr Bürgermeister, aber Dr. Dossou möchte sich sprechen. Sagen Sie, er möchte warten. Einen Augenblick. Dr. Dossou könnte uns sehr behilflich sein. Denken Sie nur, wie wertvoll eine Diagnose auf Geistesgestörtheit sein kann. Ja. Ich lasse den Doktor bitten. Ja, Herr Bürgermeister. Treten Sie bitte näher, Doktor. Danke. Guten Tag, meine Herren. Guten Tag, Herr Doktor. Guten Tag, Doktor. Doktor. Tut mir leid, wenn ich störe, meine Herren, aber ich war mehrmals in Massabielle zu Beobachtungszwecken. Heute untersuchte ich das Mädchen und ich dachte, es interessiert Sie, darüber zu hören. Ja, natürlich. Setzen Sie sich, Doktor. Großartig. Was stellten Sie fest? Also, ich kam gleichzeitig mit der Menge bei der Grotte an. Sofort kniete das Mädchen vor einer Nische an der Seite des Felsens nieder. Dort machte sie eine Reihe von anmutigen und ehrerbietigen Gesten. Sahen Sie jemand in dieser Nische? Nein. Oder jemand anders? Nein. Hat man sie denn nicht ausgelacht? Nein. Es war etwas an ihr, das einem das Lachen verging. Ihre Begeisterung war so echt, dass der Beobachter fast glaubte, dasselbe zu sehen, was das Kind sah. Dann, als wir sie weiter anstarrten, wurde ihr Gesicht so bleich wie weißer Marmor. Die Gesichtshaut straffte sich so, dass die Struktur des Schädels sich ganz deutlich bei ihr abzeichnete. Unter der Erwägung, dass dies auf zerebrale Anämie zurückzuführen sei, fühlte ich ihr den Puls. Er war völlig in Ordnung. Auch war es keine Affektion des Nervensystems wie bei Katalepsie oder Hysterie. Selbst ihre Augenreflexe waren normal. Hat sie gesprochen zu dieser Gestalt? Als ich neben ihr stand, hörte ich, zweimal hintereinander ein lang gedehntes Ja. Ja. Es kam tief aus dem Herzen. Anscheinend wurde sie um die Vermittlung einer Botschaft gebeten, denn sie sagte zu den anderen, betet für alle Sünder. Wer etwas anredet, was gar nicht existiert, muss schwachsinnig sein. Eine weitere Möglichkeit, die auch in Betracht kam. Um ihre geistigen Fähigkeiten zu prüfen, fragte ich sie, was denn ein Sünder sei. Sofort antwortete sie, ein Sünder, Monsieur, ist jemand, der das Böse liebt. Eine gute Antwort. Es gefiel mir, dass sie sagte, liebt und nicht tut. Tja,
Daraufhin ist eine Diagnose auf Schwachsinnigkeit so gut wie ausgeschlossen. Dann ist sie eine Schwindlerin. Es besteht durchaus kein Anlass zu solch einer Annahme. Es kommt mir so vor, Doktor, als gehörten Sie auch zu den Anbetern dieser rätselhaften Vision. Ich bin Arzt. Ich schreibe für die medizinische Zeitung. Ich bin Mitglied von vielen wissenschaftlichen Gesellschaften. Ich denke, die Antwort genügt. Wenn ich Sie richtig verstehe, ergibt sich also Folgendes. Weder liegt Betrug vor, noch denkt die Wissenschaft, es hat mit Geisteskrankheit zu tun. Ich frage nun die Wissenschaft, was bleibt? Tja, was bleibt wirklich? Wenn die Kirche eingreift, kann man uns nicht verantwortlich machen. Sehr richtig. Wir können dabei sitzen und mit beiden Seiten sympathisieren. Eine kluge Politik für jede Regierung. Ist der Dekan zu Hause? Ja, Monsieur, bitte. Ah, guten Morgen, meine Herren. Guten Morgen. Legen Sie bitte ab. Ich nehme an, die kleine Soubirous ist der Grund Ihres Besuches. Ja. Ich möchte Ihnen gleich sagen, dass die Kirche den sogenannten Visionen von Massabielle keinerlei Bedeutung beimisst. Nehmen Sie Platz. Das freut mich sehr, Hochwürden. Dann werden Sie mit dem Mädchen sprechen und... Nein. Das ist nicht meine Sache. Es ist Ihre Angelegenheit, meine Herren. Wir hatten gehofft, dass Sie uns unterstützen würden. Das will ich gern tun. Setzen Sie sich. Ich habe die Geistlichkeit des Dekanats angewiesen, die Grotte nicht zu betreten und die ganze Sache zu übergehen. Aber Hochwürden haben ungeheure Macht über die Bevölkerung. Wäre es nicht angebracht, wenn Sie Ihre Stimme erheben würden? Ich habe nicht die Absicht, die Unruhe dadurch noch zu steigern. Dann zwingen Sie den Staat, das Gesetz in Anwendung zu bringen, das der Kirche verbietet, neue Kultstätten zu eröffnen, ohne die formelle Genehmigung des Kultusministeriums. Die Kirche hat die Erlaubnis dazu nicht gegeben. Weder fördert noch anerkennt die Kirche diese täglichen heidnischen Gebräuche, die in Massabielle stattfinden. Da stellen Sie sich abseits, wo selbst die Kirche es als heidnische Gebräuche anprangert. Es soll dort sogar ein Küchentisch als Altar aufgestellt sein. Davor wird gebetet. Ja, an einem Platz, der voller Unrat ist, betet man zu Gott. Beten ist immer gut. Wo man es tut, ist gleichgültig. Ja, ja. Wir müssen gehen. Danke, Hochwürden. Bitte. Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Morgen, meine Herren. Guten Morgen. Guten Morgen. Der schlaue Fuchs, indem er uns recht gibt, hat er uns diese unangenehme Geschichte von Neuem aufgehalst. Unglücklicherweise sind die Anhänger dieses Mädchens Bürger unserer Gemeinde. Und der Gedanke, die Bürgerschaft zu verdrießen, ist nicht angenehm. Besonders jetzt nicht vor den Wahlen. Ganz meine Meinung. Warum übergeben wir die Sache nicht höheren Stellen? Eine ausgezeichnete Idee. Ich schreibe sofort an den Präfekten. Ich vertrete die Meinung, dieses Problem ist nur von örtlichen Behörden zu lösen. Auch wünsche ich nicht in irgendeiner Form in den Fall einbezogen zu werden. Regeln Sie die Sache schnell. Die Methode überlasse ich ganz und gar Ihrer oft bewährten Hand sowie der Tüchtigkeit Ihrer Herren. Gezeichnet Baron Massy, Präfekt. Da sitzt er nun wie ein General. Natürlich außerhalb der Schussweite. Eine Handvoll Männern, die keine Waffen besitzen, befiehlt er, eine uneinnehmbare Festung zu vernichten. Die Tüchtigkeit Ihrer Herren. Wenn etwas kitzlig wird, nur dann sind wir tüchtig. Dass uns ein kleines, dummes Kind so große Sorgen macht. Nur weil es Millionen anderer Menschen gibt, die genauso dumm sind. Was kann man schon von einer abergläubischen Bevölkerung, die mit religiösen Dogmen gefüttert wird, anders verlangen? Ich bin fest davon überzeugt, das Kind ist eine sehr große Bedrohung der Zivilisation. Dass sie gefährlich ist, gebe ich zu, aber sie ist eine religiöse Fanatikerin. Und jedes Mal, wenn religiöser Fanatismus vorwärts schreitet, geht die Menschheit einen Schritt zurück. Und dagegen kämpfe ich mit allen Mitteln. Ich verstehe nichts von höherer Politik. Aber von Einbrechern und Dieben, da verstehe ich was. Ich weiß, sie zu stellen und zu überführen. Wenn man mir für 5 Minuten das Mädchen überlässt, wird sie nie wieder in die Grotte gehen.
Irgendetwas muss ja geschehen. Versuchen Sie es. Ich dachte an ein ähnliches Verfahren. Bloß nicht so brutal. Der Titel kaiserlicher Staatsanwalt flößt doch ziemlichen Respekt ein. Ohne meine Stimme zu erheben, traue ich mir... Man kann einfach Leute dieser Art nicht mit seidenen Handschuhen anfassen. Wir werden sehen. Geben Sie mir zwei Polizisten. Nur die eine. Bernadette. Warte nur, Marie, bis Mama nach Hause kommt. Und sag ihr, sie soll sich nicht aufregen. Ich wäre nur ins Rathaus gegangen. Mischen Sie sich nicht ins Gesetz. Gesetz? Spielen Sie sich nicht so auf mit dem Gesetz. Sie! Madame Davant! Madame Davant! Wir holen Sie! Sie verhaften Sie! Madame Probert! Madame Probert! Sehen Sie, was diese Schweine tun! Kümmert euch um eure Angelegenheiten! Verstanden? Fährt euch weg und geht nach Hause! Wer ich bin? Ja, Monsieur. Sie sind der kaiserliche Staatsanwalt. Dieser Titel bedeutet, dass seine Majestät der Kaiser mich dazu ernannt hat. Er verlieh mir die Macht, den zu bestrafen, der sich in unserer Gemeinde etwas zu Schulden kommen lässt. Verstehst du jetzt meine Stellung? Oh ja. Sie sind ziemlich dasselbe wie Monsieur Jacquemet. Bedeutend mehr. Ich bin sein Vorgesetzter. Er verhaftet Verbrecher und Betrüger, ich schicke sie ins Gefängnis. Oh. In Anbetracht meiner Machtbefugnisse stelle ich dir jetzt eine einzige Bedingung. Dass du nie wieder zurückgehst nach Massabielle. Ich muss hin, Monsieur. Das wünscht die Dame. Rede nicht so unsinniges Zeug. Bernadette, gib zu, dass du die schlechteste Schülerin bist in der ganzen Schule. Ich weiß, Monsieur, dass ich dumm bin. Dann solltest du auch auf intelligente Menschen hören und einsehen, dass alles nur Einbildung gewesen ist. Es war nur ein Traum. Als mir die Dame erschien, dachte ich zuerst, ich träume. Na also, da sagst du es ja selbst. Wohl kann man einmal einen Traum für Wirklichkeit halten, aber nicht sechsmal. Ist es nicht eigenartig, dass ehe du nach Massabielle gingst, deine Familie in Not war? Jetzt arbeitet deine Mutter bei einer reichen Familie. Dein Vater ist auch in Arbeit. Und deine Anhänger überschütten euch förmlich mit allen möglichen Geschenken. Wenn jetzt das Gericht entscheiden sollte, dass deine Dame nur ein profitbringendes Geschäft war, dann sieht's schlecht aus für dich. Ich habe keine Geschenke genommen, Monsieur. Weil ich wusste, die Dame wird's nicht erlauben. Sieh mal, mein Kind, ich versuche dir doch zu helfen. Ist ganz falsch, wie er es macht. So erreicht er nichts. Hör zu, Bernadette. Jetzt will ich das Versprechen von dir, dass du auf meinen Rat hörst. Wenn ich kann, Monsieur, will ich's tun. Gut, dann leg deine Hand in meine und versprich mir, dass du nie wieder zu dieser Grotte gehst. Das kann ich nicht versprechen, Monsieur. Dann möchte ich dich daran erinnern, dass ich der kaiserliche Staatsanwalt bin. Ich weiß, das sagten Sie vorhin schon. Jetzt hör genau zu, Bernadette. Hinter dieser Tür wartet Jacquemet. Er ist böse und gemein. Außerdem glaubt er, jeden Menschen als Verbrecher behandeln zu müssen. Wenn du meinen Rat nicht befolgst, muss ich dich ihm überlassen. Glaube mir, es wird furchtbar. Es dauert nicht lange, dann schreist du und kriechst vor ihm. Aber ich erspare dir das alles, wenn du nur Vernunft annimmst. Wie ist deine Antwort? Die gleiche, Monsieur. Ich muss doch mein Versprechen halten. Wie du willst. Ich bin fertig mit dir. Wenn du es durchaus nicht anders haben willst, dann geh. Ja, Monsieur. Wie heißt du? Das wissen Sie doch, Monsieur. Wie du heißt? Soubirous, Bernadette. Bevor ich anfange, sollst du wissen, dass ich alles aufschreibe, was du sagst. Dieses Papier nennt man Aussageprotokoll. Es wird dem kaiserlichen Präfekten zugeleitet. Außerdem haben wir auch Monsieur Estrade als Zeugen. Überlege genau, was du sagst. Also, wegen dieser Dame, die du zu sehen behauptest. Weißt du, wer sie ist? Nein, Monsieur.
Was hat sie an? Einen weißen Schleier und einen blauen Gürtel. Und eine Rose auf jedem Fuß. Steht sie ganz still, wie eine Statue in der Kirche? Oh nein, sie ist ganz natürlich. Sie bewegt sich und redet zu mir. Sie lacht manchmal und grüßt alle. Glauben denn deine Eltern diese Geschichte? Nein, Monsieur. Ich glaube kaum. Da erwartest du von mir, dass ich dir glauben soll. Wenn du sagst, dass sie da ist, müsste jeder sie sehen können. Ich kann mir es nicht erklären. Sie ist da. Jetzt pass gut auf. Ich werde dir deine Antworten vorlesen, damit du bestätigen kannst, ob sie stimmen. Bernadette Soubirous erklärt, die Dame trägt einen blauen Schleier und weißen Gürtel. Nein, einen weißen Schleier und blauen Gürtel. Du widersprichst dir. Du hast gesagt, einen weißen Gürtel. Bestimmt haben Sie sich da verschrieben, Monsieur. Bernadette Soubirous erklärt, die Dame hat mit der heiligen Jungfrau in der Kirche Ähnlichkeit. Das ist eine Lüge. Ich sagte Ihnen doch, sie hat mit der heiligen Jungfrau nichts zu tun. Jetzt aber genug. Nur ein vollständiges Geständnis kann dich noch retten. Nenne mir alle Leute, die mit dir unter einer Decke stecken. Versuche nicht zu lügen. Ich kenne jeden Namen. Ich verstehe nicht, was das heißen soll, Monsieur. Schön, ich will es dir sagen. Dich stiften gewisse Personen an, diese Geschichte zu erzählen. Sie haben dich dazu abgerichtet, auswendig gelerntes Zeug herunterzuleiern. Jetzt sag mir, wer sind diese Personen? Sie sagten doch vorhin, Sie kennen jeden Namen. Die Polizei wartet draußen auf meinen Befehl, um dich abzuführen. Aber wenn du mir jetzt versprichst, dass du nie wieder nach Massabielle gehst, nein, dann... ich muss der Dame mein Versprechen halten. Du willst also, dass ich die Polizei rufe? Wenn sie mich mitnimmt, kann ich nichts machen. Ich werde noch was tun. Ich lasse auch deine Eltern ins Gefängnis werfen. Der Rest deiner Familie wird verhungern. Herein! Was zum Teufel willst du hier? Mein Kind, Herr Kommissar, mein Kind. Hör mal, Soubirous, die Sache bei der Grotte muss aufhören. Ich sehe mir das nicht länger mit an. So wahr mir Gott helfe, das wünsche ich auch. Es zerstört meine Familie. Sie ist noch minderjährig und du bist ihr Vater. Verbiet ihr aus dem Haus zu gehen. Schließ sie ein, wenn es nicht anders geht. Und wenn du es nicht tust, dann lasse ich euch alle einsperren. Raus jetzt! Na, lieber Gott, wenn ich dich noch mal vorladen muss. Nun, Monsieur, wie denken Sie darüber? Ich denke, Sie haben großes Glück gehabt, dass der Vater gerade im richtigen Moment hereinplatzte. Die Tatsache, dass die Behörden Sie hindern, nach Massabielle zu gehen, steigert das Interesse Ihrer Schulkameraden in hohem Maße. Das ist wenig erfreulich. Die Kinder reden über nichts anderes. Ich glaube, es ist Hochwürdenrecht, wenn ich erklären würde, dass... der Bischof von Tarp hat verboten, die Sache auch nur zu erörtern. Er hat recht, dass er das tut. Denken Sie bloß an Rose Tamisier in Avignon. Sie behauptete auch, sie hätte die heilige Jungfrau gesehen. Der Generalvikar jener Diözese war so tolerant, dass die Leute später seine Haltung mit Zustimmung verwechselten. Als das Kind dann als Schwindlerin entlarvt wurde, hat man der Kirche dafür die Schuld gegeben. Der Atheismus flammte auf, antiklerikale Kräfte triumphierten. Das soll sich hier auf keinen Fall wiederholen. Was mir vorschwebt, dürfte wohl kaum als Zustimmung ausgelegt werden. Ich möchte Sie lächerlich machen vor Ihrer ganzen Klasse. Lächerlich? Jawohl. Ich gebe dir Erlaubnis dazu. Guten Tag, Schwester. Guten Tag, Hochwürden. So kann es nicht weitergehen. Nacht für Nacht. Mein armes, kleines.
Was haben sie dir getan? Sag mir's. Wenn ich nicht zu ihr darf, werde ich sterben. Du darfst zu ihr. Ganz gleich, was Schwester Wozu sagt. Du gehst wieder nach Masabiel. Und keiner wird dich daran hindern. Wenn sie mich einsperren, dann sollen sie es tun. Aber du sollst sie wiedersehen. Ich hoffe, Baron Massi liest diesen Artikel. Klingt ein bisschen anders als der letzte. Hören Sie zu. Die Stadtväter von Lourdes haben mit viel Geschick diese scheußlichen Prozessionen unterbunden. Ich habe das Gefühl, Sie werden morgen anders darüber schreiben. Wie kommen Sie darauf? Weil ich nun eben mal weitersehe als Sie, Herr Bürgermeister. Speziell von hier aus. Von diesem besonderen Platz. Ich habe Ihnen doch gesagt, wenn Sie wieder hingehen, lasse ich jeden Einzelnen von Ihnen einsperren. Einen Augenblick, Herr Kommissar. Wenn Sie das tun, müsste ich Sie 10 Minuten später wieder entlassen. Das wäre eine schöne Blamage für uns. Es muss aber doch ein Gesetz dafür geben. Herr Kommissar, ich... Ja, ich weiß. Sie gehen schon wieder nach Masabiel. Das brauchen Sie mir nicht zu sagen. Ich habe doch Augen im Kopf. Sie gehen doch gar nicht nach Masabiel. Was? Sie waren schon dort, schon heute früh um 5. Jetzt sind Sie auf dem Wege zum Dekan. Zum Dekan? Ja, die Kleine hat von ihrer Dame eine Botschaft für ihn. Damit scheinen sich die Götter auf unsere Seite geschlagen zu haben. Meine Herren, bestimmt wird die Kirche jetzt gezwungen sein, Stellung zu nehmen, ob sie will oder nicht. Entschuldigen Sie bitte, Hochwürden. Was willst du und wie heißt du? Bernadette Soubirous. So, du bist also diese kleine Person, von der jeder Dummkopf spricht. Lässt du dich immer begleiten von Hofdamen und Dienern? Ich rate keinem von ihnen, meinen Garten zu betreten. Nur sprich, was willst du von mir? Ich sah die Dame und... Welche Dame? Die Dame in Massapiel. Kenne ich nicht. Die schöne Dame, die immer zu mir kommt. Ist sie aus Lourdes? Nein, Hochwürden. Weißt du ihren Namen? Nein, obwohl ich sie fragte. Womöglich ist sie taubstumm. Oh nein, sie spricht zu mir. Was sagt sie denn? Jetzt gerade sagte sie, bitte geh zu dem Priester und sage ihm, man soll eine Kapelle bauen. Priester? Was meint sie damit? Mir scheint, sie ist eine ausgesprochene Heidin. Auch Kannibalen haben Priester. Wir Katholiken sprechen einen Geistlichen mit seinem Titel an. Mir sagte sie doch Priester. Tja, du bist am falschen Ort. Hast du denn Geld, um eine Kapelle zu bauen? Nein, ich habe keins. Dann bestelle deiner Dame, wenn sie eine Kapelle will, muss sie auch das Geld dafür haben. Ja, Hochwürden, ich will. Außerdem kannst du ja noch sagen, dass der Dekan von Lourdes es für äußerst unpassend hält, junge Mädchen wie dich mit unsinnigen Botschaften hierher zu schicken. Und er verlangt, dass man ihn ein für alle Mal in Ruhe lässt. Hast du verstanden? Ja, Hochwürden. Ja, ich sag's. Einen Augenblick. Siehst du diesen Besen? Ja, Hochwürden. Dann hör jetzt gut zu. Wenn du es noch einmal wagst, mich zu belästigen, dann nehme ich diesen Besen mit meinen eigenen Händen. Herein. Ich vergaß etwas, Hochwürden. Ich sollte noch sagen, dass Prozession kommen soll. Prozession soll. Denkst du, dass es morgen noch früh genug dafür wäre?
Oh ja, ich bin davon überzeugt. Und jetzt werde ich wieder gehen und... Einen Augenblick. Ich sage dir, wann du gehst. Schließ die Tür. Ich möchte, dass du deiner Dame eine Botschaft überbringst. Ja, Hochwürden. Du findest doch, dass sie außergewöhnlich ist. Ja, Hochwürden. Sehen, wie außergewöhnlich sie ist. Ich habe gehört, dass ein wilder Rosenstrauch in der Grotte wächst. Stimmt das? Oh ja. Vor der Nische, wo die Dame erscheint. Ausgezeichnet. Ich möchte, dass du der Dame Folgendes sagst. Der Dekan von Lourdes möchte, dass sie ein Wunder vollbringt. Er möchte, dass sie den wilden Rosenbusch zum Blühen bringt. Jetzt. In der letzten Februarwoche. Hast du alles verstanden? Ja, Hochwürden. Dann wiederhole es. Der Dekan von Lourdes möchte, dass die Dame ein Wunder vollbringt. Sie möchte den wilden Rosenbusch zum Blühen bringen. Jetzt, in der letzten Februarwoche. Ist das richtig? Ja. Ich sag's ihr. Guten Tag, Hochwürden. Abteilung, halt! So, meine Herren, jetzt sehe ich mir das Wunder an. Bringen Sie mir ein Dutzend schöne Rosen mit. Ich glaube, ich werde Ihnen eher 100 Dutzend enttäuschte Gesichter mitbringen. Der Dekan hat doch gar nicht den Tag bestimmt. Wer hat denn gesagt, dass es gerade heute sein soll? Wir nicht, sondern Ihre Anhänger. Es musste ein Donnerstag sein. Warum ein Donnerstag? Weil man sagt, das Mädchen hätte diese Erscheinung an einem Donnerstag gehabt. An einem Donnerstag hat sie wieder gehabt. Also wann kann der Rosenbusch blühen? An einem Donnerstag. Blühen oder nicht blühen. Nichts erschüttert je Ihren tiefen Glauben. Würden Sie das auch von den anderen behaupten? Ich wäre gar nicht überrascht, wenn der Busch heute doch blüht. Unterschätzen Sie nicht den Dekan von Lourdes. Wer ist der beste Rosenfachmann hier in unserem Distrikt? Herr Amal. Sehr günstiges Wetter. Sie meinen doch nicht, der Dekan hat... Ich meine nur, es ist sehr seltsam, dass ausgerechnet Per Amal, um ein Wunder zu demonstrieren, einen Rosenbusch aussucht. Wieso lässt er nicht die Dame einen Felsen in ein Pferd oder... das Flusswasser in Wein verwandeln. Noch nichts zu sehen? Nein. Wird auch nichts zu sehen geben. Doch alles Unsinn. Der Busch wird nie blühen. Bist du hier endlich ruhig? Na schön. Aber du wirst schon sehen, dass ich recht behalte. Thank you.
Kannst du jetzt noch sehen? Geh zu der Quelle, trinke vom Wasser und wasche dich dort. Nein, nicht zum Fluss. Nicht zum Fluss? Geh zur Quelle dort, iss von den Pflanzen. Von den Pflanzen? Was tut sie denn jetzt? Trinke aus der Quelle und wasche dich. Aus der Quelle? Soll ich trinken? Mich waschen? Was sucht sie denn da bloß? Sie wühlt in der Erde wie ein Schwein. Und nichts kommt dabei raus. Komm, Liebling. Nein, nein, ich muss mich an der Quelle waschen. Es ist doch keine Quelle Mama hier, Bernadette. Gesagt. Doch, sie hat's doch gesagt. Komm. Sie hat... Sie sieht aus, als hätte sie einen Schornsteinfeger geküsst. Mitbürger! Endlich habt ihr mit eigenen Augen gesehen, was wir schon lange gewusst haben. Dass die Geschichte von der heiligen Jungfrau von A bis Z erfunden ist und ihr von einer Verrückten an der Nase herumgeführt worden seid. Ich bitte euch jetzt, geht wieder heim und kommt nie mehr hierher zurück. Sei nicht traurig, Antoine. Ich sagte dir doch, du sollst dir nicht zu viel erhoffen. Ich wusste, dass er nicht blüht. Du darfst von Gott nichts erwarten. Wenn du da nichts bekommst, kannst du auch nicht enttäuscht sein. Sei still. Geh und lass mich in Ruhe. Als wir noch kleine Kinder waren, erzählte man uns, wie gut die heilige Jungfrau ist. War sie denn eben gut zu Bernadette? Oder war sie gut zu mir, Henriette, dem besten Steinmetz in Lourdes? Ich werde den Tag nie vergessen. Ich arbeitete an einer Statue für die Kirche. Da flog mir ein Marmorsplitter ins Auge. Und im Handumdrehen war ich kein Steinmetz mehr. So hat mich die heilige Jungfrau belohnt.
mit einem Steinsplitter. Seitdem ist es so, als sehe ich alles durch eine Schüssel Milch. Wasser gekühlt und jetzt kann ich sehen. Es ist ein Wunder. Sei nicht so, ein Wunder. Sei nicht so eilig mit deinen Wundern, Buriet. Morgen um zwei, Madame Blanc. Komm mal. Ja. Setz dich. Ja, Doktor. Und jetzt mal unbeweglich zur Decke sehen. Ja. Ich habe nichts weiter gemacht als Wasser drauf getan. Stillhalten. Dann habe ich gebetet und jetzt kann ich sehen. Ruhig. Es ist ein Wunder, Doktor. Es ist ein Wunder. Still. Es ist keine Besserung eingetreten, Buriet. 4 Narben auf der Hornhaut. Genau wie vor 6 Monaten. Aber ich kann sehen. Es ist alles stark hell. Einen Augenblick. Doktor, alles ist hell. Du hast eben so fest gegen den Augapfel gedrückt, dass der Sehnerv gereizt ist. Eine Zeit lang erscheint dir alles hell, aber das bleibt nicht. Schau dort auf die Tafel. Ja. Kannst du mit dem Auge lesen? Nein, kann ich nicht. Und mit dem anderen? Nein, auch nicht. Und mit beiden Augen? Auch nicht, Doktor. Hatte ich doch recht. Aber ich konnte ja nie lesen. Doktor, ich kann sehen. Ich sehe Sie, Doktor. Und ich sehe auch alles andere. Es ist ein Wunder. Komm morgen wieder, wenn du dich beruhigt hast. Ja gut, aber es ist ein Wunder. Es ist ein Wunder. Ein Wunder! Jetzt verstehe ich alles. Seitdem das Stück Marmor in mein Auge geflogen ist, hat sie versucht, es wieder gut zu machen. Und jetzt ist es ihr gelungen. Lauter, kannst du jetzt besser sehen? Ich sehe alles. Hoffnungslos. Nein, nein. Charles, hole Louise zu Beruf. Vielleicht kann sie ihm wieder helfen. Sie ist nicht zu Hause. Ich kann sie nicht finden. Es ist besser so. Du willst doch auch nicht, dass dein Kind durchs Leben geht. Als ein Krüppel. Ich möchte, dass es lebt. Nein. Nein. Cousin! Cousin! Cousin, komm zurück!
Kommt jemand? Rosin, wer denn? Wo? Ich sehe nichts. Rosin? Rosin? Was willst du tun? Rosin, so sei doch vernünftig. Lass mich. Nimm ihn noch her oder gib ihn mir zurück. Innervation steht außer jeder Frage. Und ich sehe auch keinen Grund, das Vorhandensein muskulärer Substanz zu bezweifeln. Was bedeutet das, Doktor? Das bedeutet, dass gestern noch die Beine des Kindes vollständig gelähmt waren. Und heute sind sie gesund. Sie werden jetzt wohl verstehen, warum ich das Ergebnis meiner Untersuchung bestätigt haben wollte. Und Sie sind sicher, dass Sie sich bei einer früheren Diagnose nicht geirrt haben? 25. August. Hohe Temperatur, starke Konvulsionen, vollständige Paralyse der Beine. Könnte es nicht eine Atrophie gewesen sein, als Folge von Rachitis? Ausgeschlossen. Dann kann das Wasser von Massabielle nur eine große, unbekannte therapeutische Kraft haben. Jedenfalls muss ich wohl den Fachzeitungen Bericht erstatten. Das würde ich mir überlegen. Unter Umständen macht man sich lustig über Sie. Es wird schwer sein, darüber zu schreiben. Ich bin es nicht gewohnt, an Dinge, die ich nicht sehen kann, zu glauben. Was sagen Sie dazu, Herr Pfarrer? Sie waren die ganze Zeit sehr schweigsam. Nun, Sie sind Arzt. Ein Geistlicher glaubt an viele Dinge, die er nicht sehen kann. Manchmal, muss ich gestehen, ist das sehr schwierig. Als ich gestern Abend hierher kam, war alles sehr dunkel. Jetzt ist es viel heller geworden. Guten Morgen, meine Herren. Seine Beine sind nicht mehr gelähmt. Jetzt sind sie kräftig und stark. Und ohne Bernadette wäre es nie möglich. Lass mich ein Gebet an Ihrem Bett sprechen. Das fehlte noch. Sprich dein Gebet in der Messe. Geh jetzt heim zu deiner Frau. Heute Abend kommt ihr alle zu uns. Dann gibt's ein Omelett, 3 Meter breit. Guten Morgen, Mama. Guten Morgen, Papa. Guten Morgen, Bernadette. Guten Morgen, Bernadette. Dann hielt sie ihn in das eiskalte Wasser. Und plötzlich fing das Baby an zu weinen. Es war kein kränkliches Weinen, sondern ein ganz gesundes. Und beide Ärzte stellten eine Veränderung fest. Sie sagten, es wäre ihnen unerklärlich. Sie stehen vor einem Rätsel. Was gedenken Sie zu tun, Hochwürden? Was tun? Ich weiß noch nicht. Und ihr wisst ja, das Baby war vorher nicht mal kräftig genug zum Weinen. Dann auf dem Heimweg schlief das Kind auf dem Arm seiner Mutter ein. Als er aufwachte, lächelte er und war hungrig. Und plötzlich bewegte er seine Beine. Von Geburt an waren seine Beine...
ist fürchterlich. Ja, Herr Kommissar. Sonnenaufgang wird der ganze Hang aussehen wie ein Ameisenhaufen. Übermorgen wird es nicht mehr so schlimm sein. Warum? Die Dame soll sie doch gebeten haben, 15 Tage lang hierher zu kommen. Morgen sind es 15. Das hat damit gar nichts zu tun. Es ist wie eine Seuche. Die Leute werden herkommen, ob sie da ist oder nicht. Ah, wo willst denn du hin? Nirgends, Monsieur. Was hast du in dem Korb? Kommissar, meine Frau ist sehr krank und... Hast du deine Frau im Korb drin? Nein, Monsieur, ich... Lass doch mal sehen, ja? Oh, Monsieur, ich dachte, ich könnte vielleicht über heiße Marone ein bisschen Wein verkaufen. Da haben wir es. Es geht schon los. Es dauert nicht mehr lange, dann macht er hier einen Wurstladen auf. Wollen Sie Wurst? Hab ich auch. Los, verschwinde, verschwinde. Unglaublich! Heiße Marone, heiße Marone. Die Dame denn? Sie muss doch einen Namen haben. Hast du sie nicht danach gefragt? Schon 100 Mal habe ich dir gesagt, du sollst sie danach fragen. Nun ist es zu spät. Ich fragte sie ja heute. Na und? Was sie sagte, habe ich nicht verstanden. Sprich, was war's? Hast du es vergessen? Nein, ich habe es oft wiederholt, damit ich es nicht vergesse. Sie sagte, ich bin die unbefleckte Empfängnis. Unbefleckte Empfängnis. Weißt du, was es bedeutet? Die unbefleckte Empfängnis. Hab keine Angst, mein Kind. Ich ließ dich doch nur kommen, um dir zu helfen. Also? Nein, Hochwürden. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Weißt du, was unbefleckt bedeutet? Ja, das weiß ich. Unbefleckt heißt rein. Gut. Und Empfängnis? Na, lassen wir das im Moment. Weißt du, was wir damit meinen, wenn wir von der Erbsünde reden? Ja. Die Erbsünde wurde begangen von Adam und Eva. Weil sie Gottes Gebot übertraten, mussten sie aus dem Paradies. Pfarrer Promian hat dich das gelehrt. Denk mal genau nach. Hat er nicht auch von der unbefleckten Empfängnis gesprochen? Nein, Hochwürden, dieses Dogma habe ich nie erwähnt. Es gehört noch nicht zu dem Lehrstoff der Elementarklassen. Sprach vielleicht Schwester Therese davon? Nein, ganz bestimmt nicht. Irgendwo hast du diesen Ausdruck doch schon gehört. Überlege noch mal. Vielleicht hörte ich davon. Ich erinnere mich aber nicht. Also gut. Ich werde es dir erklären. Die heilige Jungfrau Maria war vom ersten Moment ihres Daseins an im Mutterschoß unbefleckt und bewahrt von jedem Makel der Erbsünde. Gott tat das für sie, weil sie die Mutter Jesu Christi werden sollte. Ein ganz besonderer Gnadenvorzug. Verstehst du das, Bernadette? Nein, Hochwürden. Wie solltest du auch? Große Gelehrte haben sich schon den Kopf darüber zerbrochen. Aber vielleicht kannst du das eine begreifen. Wenn die heilige Jungfrau sprechen würde, so könnte sie nicht von sich selbst sagen, ich bin die unbefleckte Empfängnis. Sie könnte höchstens sagen,
Ich bin die Frucht der unbefleckten Empfängnis. Geburt und Empfängnis sind Ereignisse. Aber eine Person ist kein Ereignis. Man kann nicht sagen, ich bin Empfängnis. Ich bin Geburt. Infolgedessen hat sich deine Dame einen unverzeihlichen Schnitzer geleistet. Das musst du zugeben. Wenn ich sie wiedersehe, werde ich es ihr sagen, Hochwürden. Entschuldigen Sie mich, Hochwürden. Ich muss noch zu Madame Sinac. Natürlich. Auf Wiedersehen, Bernadette. Auf Wiedersehen, Hochwürden. Was soll ich bloß mit dir tun, Bernadette? Du erscheinst mir ehrlich und aufrichtig. Und doch glaube ich dir nicht. Heute weniger denn je. Als dein Beichtvater beschwöre ich dich, hör endlich auf zu lügen. Gesteh, dass deine Mutter oder dein Vater oder Tante oder sonst jemand dir diese Geschichte eingeredet hat, um dich damit wichtig zu machen. Man hat mir nichts eingeredet. Ich lüge nicht. Es ist wahr, was ich erzählt habe. Hast du schon nachgedacht, wie dein Leben und deine Zukunft sein werden? Ja, wie die Zukunft aller Mädchen. Nach der ersten Kommunion fängt erst das Leben für euch an. Ihr geht tanzen auf Feste mit jungen Männern. Später einmal werdet ihr heiraten und Kinder kriegen. Willst du das nicht auch? Oh ja, ich würde gern tanzen. Und mich einmal verheiraten. Dann wach auf! Jetzt! Sonst wird das Leben für dich verloren sein. Du spielst mit dem Feuer, Bernadette. Herr Kommissar! Aus der Quelle bei der Grotte trinken doch die Leute eine ganze Menge Wasser. Eimerweise. Was sie nicht trinken können, das tragen sie weg in Kannen und Flaschen. Sehr gut. Ja, sie tun es immer noch. Es wird sogar von Tag zu Tag schlimmer. Sehen Sie nur, was sich da draußen tut. Kranke, Lahme, Krüppel. Manche sehen sogar nach Lepra aus. Hören Sie mal zu. 22. Dezember 1789. Alles Wasser aus Quellen, Brunnen, Bächen, Flüssen oder irgendwelchen anderen Ursprungs darf von keiner Person benutzt werden, ehe das oben bezeichnete Wasser nicht von einem Chemiker analysiert worden ist. Das ist großartig. Ich hatte es im Gefühl, dass ich irgendwo in diesen Büchern ein altes Gesetz finden würde, das für unsere Zwecke passend ist. Soll ich die Grotte am besten gleich sperren lassen? Nicht so schnell, Kommissar. Wir zeigen das erst dem Bürgermeister. Der erlässt seine Proklamation. Sehr gut. Herein. Ah, guten Morgen, meine Herren. Ich bringe gute Nachrichten, Herr Bürgermeister. Ich habe ein Mittel dagegen gefunden, wie man diese Feuersbrunst eindämmt. Unsere Sorgen sind vorbei. Das Schicksal will's, dass das Wasser von Massabielle dieses Feuer löschen wird. Es gibt ein altes Gesetz von 1789. Im Interesse der öffentlichen Gesundheit. Für solch eine wichtige Analyse braucht man natürlich eine Menge Chemiker. Das mag dann Monate und Monate dauern. Ich überlege, ob wir die Sache nicht doch ein wenig überstürzen. Vielleicht sind wir kurzsichtig, wenn wir das Vorhandensein von göttlichen Kräften einfach ablehnen. Ich glaube, dass Sie genauso wenig wie ich, meine Herren, sich dem Willen Gottes widersetzen wollen. Ihren plötzlichen religiösen Eifer finde ich rührend. Kommt er vielleicht davon, dass mit den vielen Pilgern eine Welle von Wohlstand bei uns einzog? Monsieur, aber da Sie es erwähnen, sollten wir es nicht außer Acht lassen. Unsere Hotels sind besetzt, Cafés überfüllt und unseren Geschäftsleuten ging es nie besser. Und
Die Eisenbahn wird sich diesem Besucherzustrom zunutze machen und baut ihre Strecke bis hierher aus. Ganz recht, und in dem Fall brauchen wir noch mehr Hotels. Aber davon ganz abgesehen, hauptsächlich denke ich an die Tausende von Pilgern, welche nach Lourdes gehen, mit hoffnungsvollen Herzen. Wenn Sie irgendeinen Nutzen aus dem Wasser in Massabielle ziehen, weswegen wollen wir das verbieten? Denken Sie an die riesige Zahl Menschen, die nicht nach Lourdes kommen kann. Für sie müssen wir in Flaschen das Wasser abfüllen. Dann verkaufen wir es zu geringem Preis in der ganzen Welt. Herr Bürgermeister, ich bitte Sie jetzt um eine Proklamation zur Schließung der Grotte. Oder wäre es Ihnen recht, wenn ich den Baron Massy um die Erlaubnis bitte, es selbst zu tun? Wie Sie wollen. Aber ich glaube, dass wir einen großen Fehler machen. Wäre es nicht doch besser, wir sehen davon ab? Courage, schreib dir bitte. Was gibt's, Kommissar? Was Unangenehmes? Nein, endlich haben wir diese Epidemie ausgerottet. Um eine Epidemie auszurotten, muss man erst die Ursache beseitigen. Ich lasse die Grotte Tag und Nacht bewachen. Jetzt kann nichts mehr passieren. Vielleicht passiert nichts mehr bei der Grotte. Da jedoch diese Dame in Bernadettes Fantasie besteht, erscheint sie ihr überall. Vielleicht am Fluss oder dort, wo sie wohnt. Oder wenn sie es wünscht, auf der Treppe zum Rathaus. Aha. Als nächstes prüfen wir sie jetzt auf ihren geistigen Zustand. Kennen Sie eigentlich Dr. Debeau? Ja. Ich habe ihm gerade geschrieben, er möchte doch für ein paar Tage hierher kommen. Einen Augenblick. Komm mit. Der kaiserliche Staatsanwalt möchte dich gerne sehen. Wozu denn? Sie hat nichts getan. Komm mit. Lass nur, Mama. Sorge dich nicht um mich. Oh, warum müsst ihr sie nur immer quälen? Was hat sie euch denn nur getan? Lasst sie doch in Frieden! Ruhe! Ich habe das Gefühl, dass Dr. Dosu das Mädchen nicht gründlich genug untersucht hat. Ja, schließlich ist Dr. Dosu praktischer Arzt. Die Psychiatrie hat so rapide Fortschritte gemacht, dass nur ein Spezialist genau orientiert sein kann. Halten Sie sie denn für geistesgestört, Monsieur? Wissen Sie, Doktor, ich habe zu viel Respekt vor Ihrer Wissenschaft. Deswegen würde ich als Laie mir niemals erlauben, mein Urteil abzugeben. Immerhin glaube ich, dass die nackten Tatsachen des Falles für sich selbst sprechen dürften. Tag für Tag stand sie vor einer Öffnung im Felsen und unterhielt sich mit der heiligen Jungfrau. Solche Wahnvorstellungen sind ein Symptom für Paranoia. In meiner Klinik habe ich sehr häufig damit zu tun. Oft werden diese Menschen sogar gewalttätig. Darf dieses Mädchen denn frei herumlaufen? Eigentlich wollte ich das verhüten, aber Dr. Dosus günstige Beurteilung hat das unmöglich gemacht. Tja. Ich hoffe, dass Sie, lieber Doktor, sie gründlicher untersuchen werden. Darauf können Sie sich bestimmt verlassen. Vielleicht muss ich das Mädchen sogar in eine Anstalt einweisen. Und die Beobachtung von Paranoikern kann leider manchmal ziemlich lange dauern. Schließlich ist ein Psychiater doch kein Chirurg, der einen Knochenbruch diagnostizieren soll. Ja, 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 ich verstehe. Hm. Herein! Augen schließen. Jetzt auf den anderen Fuß. Weshalb schwankst du so? Weil ich sehr müde bin, Monsieur. So, und jetzt kannst du dich setzen. Wie viele Stunden hat der Tag? 24. Wie viele Tage die Woche? 7. Wie viel ist 5 mal 3?
Und was ist 18 mal 17? Das weiß ich nicht, Monsieur. Interessant. Würden Sie es wissen, Monsieur, wenn Sie es nicht vorher ausgerechnet hätten? Nicht so eilig, mein Fräulein. Bemühen Sie sich nicht, sie läuft direkt nach Hause. Wir holen sie von dort ab. Hier sind wir schon, Doktor. Sie, Herr Dekan? Habe ich die Ehre, mit dem Dekan von Lourdes zu sprechen? Sie haben die Ehre. Was kann ich für Sie tun? Können wir nicht woanders über die Angelegenheit sprechen? Sie, meine Herren, haben diesen Ort ausgewählt, nicht ich. Was wünschen Sie? Ich bin hier im Auftrage der medizinischen Abteilung der Provinzialverwaltung. Es sind gewisse Anzeichen von Anomalien bei dem Mädchen Bernadette. Sie braucht ärztliche Beobachtung. Ich bin Professor der Psychiatrie an der Klinik in Tartu. Wenn das Mädchen sich nicht gutwillig der Untersuchung unterzieht, müssen wir uns zu unserem Leidwesen auf das Gesetz berufen von 1838. Das ist wohl das schamloseste Stück Pharisäertum, das ich kenne. Dieses Pharisäertum werde ich anprangern. Und meine Worte soll ganz Frankreich hören. Sie werden so laut sein, dass bei ihrem Widerhall die kleinen Politiker stürzen. Komm her, Bernadette. Ich kenne dieses Kind. Und der kaiserliche Staatsanwalt auch. Sie ist weder wahnsinnig noch eine Bedrohung für die Mitmenschen. Wenn Sie noch darauf bestehen sollten, sie mitzunehmen, dann gut. Aber seien Sie versichert, dass ich keinen Schritt von Ihrer Seite weiche. Jetzt rufen Sie die Polizei. Und wenn die Polizei kommt, was dann hoch werden? Sie mag nur ruhig kommen. Ich werde Ihnen sagen, nur über meine Leiche führt der Weg zu diesem Kind. Also? Tja. Komm, Bernhard. Schwester Oberin hat gewünscht, dass ich für dich sorge. Ich mache Ihnen hoffentlich nicht zu viel Mühe. Ich möchte mit dir noch reden, bevor ich fortgehe von Lourdes. Sie gehen fort? Morgen. Ich bin in das Mutterhaus unseres Ordens nach Nevers zurückgerufen worden. Der Dekan von Lourdes ist deinetwegen zum Bischof von Tarbes unterwegs. Obwohl es dir gelungen ist, viele Menschen einzufangen, so gibt es immer noch einen Menschen, der dir nicht glaubt. Und dieser Mensch bin ich. Ich wollte nicht, dass Sie mir glauben, Schwester. Mit deinen berühmten, entwaffnenden Antworten, die wir schon an dir gewöhnt sind, erreichst du nichts bei mir. Du solltest dankbar sein, Bernadette, dass du nicht in früheren Zeiten gelebt hast. Wer damals zweideutige Visionen hatte oder sich mit Zauberei beschäftigte, kam auf den Scheiterhaufen. Ich habe gebetet für dich, Nacht für Nacht, und werde es weiter tun, damit deine Seele nicht von der furchtbaren Gefahr vernichtet wird, der du sie aussetzt. Und jetzt gute Nacht, Bernadette. Gute Nacht, Schwester. Vor allen Dingen kam ich zu Ihnen um der Gerechtigkeit willen. Mit allen Schlichen wollen die Behörden das Mädchen vernichten. Es ist nicht Brauch der Kirche, bei Behörden zu intervenieren. Und besonders in der Angelegenheit Bernadette Soubirous führen wir diese Nicht-Einmischungspolitik durch. Meiner Meinung nach sollten wir diese Politik jetzt ändern. Ihre Meinung steht leider im Widerspruch zu einer beträchtlichen Zahl von Klerikern. Ich weiß das. Ich weiß auch, dass außer mir keiner dieses Kind kennt. Ich habe schon oft darüber nachgedacht, ob sie nicht doch ein Wunder Gottes ist. Aber bitte,
Lieber Herr Dekan, nur die Ritenkongregation kann bestimmen, ob es sich um ein Wunder oder um Betrug handelt. Gut. Dann bitte ich Sie, eine bischöfliche Kommission einzusetzen. Zwei, drei fragwürdige Heilungen genügen nicht, eine Untersuchung zu veranlassen. Eine fragwürdige Heilung genügt, um Tausende von Menschen meilenweit reisen zu lassen. Also gut. Ich werde eine Kommission einberufen. Ich danke Ihnen. Vorausgesetzt, gewisse Hindernisse werden überwunden. Sie sind sich doch klar darüber, was das bedeutet. Die Kommission kann nur eine von drei Entscheidungen treffen. Erstens, du betrügst kleine Subiru und dann wird man dich in eine Erziehungsanstalt einliefern. Zweitens, du bist wahnsinnig, kleine Subiru. Dann wirst du ins Irrenhaus kommen. Drittens, du bist das seltenste Wesen auf der Welt, kleine Subiru. Und wann wird die Kommission anfangen können? Tja, die Wissenschaftler können erst dann ihre Forschungsarbeiten beginnen, wenn die Behörde die Grotte freigibt. Ein Schreiben von Ihnen wird genügen. Nein. Nur auf Befehl des Kaisers kann sie geöffnet werden. Dann erst könnte man beginnen. Auf keinen Fall früher. Würden Sie den Kaiser darum bitten? Niemals. Selbst erwähnen werde ich nichts davon. Auch wird er nicht erfahren, dass ich eine Kommission einberufen will. Meine Haltung setzt Sie sicher in Erstaunen. Offen gesagt, ja. Ich gebe dieser Dame eine Chance, mich zu überzeugen. Wenn sie die heilige Jungfrau ist, ist ihr nichts unmöglich. Und sie wird den Kaiser besiegen können. Sollte es aber anders kommen, dann war alles Lüge. Die Grotte wird geschlossen bleiben. Und sie und jeder Gedanke an eine Kommission zerrinnen in nichts. Ich bin neugierig, wer siegen wird. Der Kaiser oder die Dame? Bleibt, wo ihr seid! Ihr seid verhaftet! Gehen Sie hinunter. Ich passe von hier aus auf. Name, Alter, Beruf? Jacuzzo, 46, Tischler. Vergehen? Wasserdiebstahl von Wasserbiel. Ein Frauenbuße. Aber ich habe kein Geld, Monsieur. Dann zwei Tage Haft. Fort mit ihm. Los. Der nächste Fall. Frau Brüher. Frau Brüher! Name, Alter, Beruf? Brüher, Leontine, 34, Erzieherin. Kommissar. Brüher? Madame, sind Sie etwa verwandt mit Admiral Brüher? Er ist mein Mann. Oh, ich bin Victor Dutour, kaiserlicher Staatsanwalt. Freut mich. Bitte, Madame, nehmen Sie doch in meinem Büro Platz. Ich wurde verhaftet und abgeführt, genau wie die anderen. Ich wünsche nicht, dass man mit mir eine Ausnahme macht. Madame, das ist äußerst peinlich. Sie tragen einen berühmten Namen. Wenn Damen Ihres Standes vor der Allgemeinheit das Gesetz missachten und es brechen, tja, was soll da der arme Beamte tun? Mich bestrafen, wie die anderen auch. Dann bin ich gezwungen, Madame, Sie zu bitten, einen Franc Buße zu entrichten. Gern, Monsieur. Und hier 100 Francs mehr für alle, die man mit mir verhaftet hat. Darf ich jetzt um die Flasche bitten? Die Flasche ist beschlagnahmt. Sie wird es wohl nicht bleiben, Monsieur. Ich füllte sie auf Wunsch einer hohen Persönlichkeit. Darf ich fragen, um wen es sich handelt, Madame? Um die Kaiserin Eugenie. Ich bin die Erzieherin seiner Hoheit des kaiserlichen Prinzen. Nehmen Sie sie, Madame. Ich sehe ein, wie töricht es ist, der Einzige zu sein, der in einer schwachsinnigen Welt seine Pflicht tut. Seine Temperatur ist wieder normal. Gott sei Dank. Das Wasser hat ein Wunder vollbracht. Ganz gewiss, Madame. Lulu, mein Liebling, bald bist du wieder gesund. Louis. Lulu, geht's besser?
Das Wasser von Lourdes hat ihn geheilt. Seine Genesung ist nicht dem Wasser zuzuschreiben. Es war nur ein leichter Husten. Das ist ja nicht wahr. Er hatte doch dauernd starkes Fieber. Nie mehr als 39 Grad, Madame. Es war Diphtherie oder Scharlach. Ich weiß es. Ich fühle es. Bitte, mein Liebling, rege dich nicht auf. Komm, setz dich. Lulu hat schon oft solche Anfälle gehabt und ist immer gesund geworden. Ich sage dir, Louis, das Wasser hat ihn gesund gemacht. Sowas darfst du nicht behaupten, Liebling. Du tust den Anordnungen des Arztes Unrecht. Du bist ein Atheist, Louis. Das wäre das Dümmste, was ein Herrscher sein könnte. Dann ist es schlimm genug, dass du nicht Gott für die Gnade danken willst, die er uns erwiesen hat. Kaiserlicher Erlass an die Bevölkerung. Die Verordnung vom 10. Mai wird widerrufen und mit dem heutigen Datum für nichtig erklärt. Die Grotte wird wieder geöffnet. Gezeichnet Louis Napoleon. Ich muss sagen, mein lieber Dekan, Ihre Dame versteht eine Herausforderung anzunehmen. Ja, die Dame hat sich an uns gerecht. Ich werde nach Alais versetzt. Besser gesagt, verbannt nach Alais. Ja, es war nicht anders zu erwarten. Ich habe heute auch einen Brief bekommen. Ja? Welches Loch ist für Sie bestimmt? Für mich hat sich die Dame eine ganz besondere Rache ausgedacht. Ich bleibe doch hier. Für eine Weile wenigstens. Um zu sehen, wie das, wogegen ich gekämpft habe, Blüten trägt. Ich fühle schon wieder eine Influenza. Wahrscheinlich beabsichtigt die Dame, dass ich diese Krankheit nicht loswerde. Noch einen Punsch, Durand. Jawohl, Monsieur. Dann lief ich auf die andere Seite und aß Gras und Kräuter, wie es mir die Dame aufgetragen hatte. Ich kann nicht verstehen, wie die Dame dich um so etwas bitten konnte. Denn so, wie du sie beschrieben hast, wird sie kaum von dir verlangen, dich genau wie ein Tier zu benehmen. Benehmen Sie sich wie ein Tier, wenn Sie Salat essen? Fahr fort. Dann suchte ich nach der Quelle. Da ich sie nicht sah, nahm ich an, dass sie vielleicht unter der Erde sei. Deswegen fing ich an, mit meinen Händen zu graben. Als Wunder anerkannt zu werden, muss eine Heilung so plötzlich wie ein Blitz sein. Sie muss von einem Augenblick zum anderen vor sich gehen. Weitere Beweise sind nötig. Dann suchte ich nach der Quelle. Da ich sie nicht sah, nahm ich an, dass sie vielleicht unter der Erde sei. Deswegen fing ich an mit meinen Händen. Es besteht noch die Möglichkeit eines Betruges. Weitere Beweise sind nötig. Die bisherigen reichen nicht aus. Bernadette. Entschuldigen Sie, dass ich zu spät komme, Hochwürden, aber mein Bruder kam mit einer erfrorenen Nase heim. Komm, wärm dich ein bisschen am Feuer auf. Setz dich, Bernadette. Danke, Hochwürden. Es tut mir leid, dass ich nicht zur Hochzeit deiner Schwester kommen konnte. Pfarrer Promian hat mir erzählt, wie nett es war. Oh ja, wir hatten viel Kuchen und furchtbar viel zu essen. Es war wirklich nett. Jetzt gibt sie wohl ihre Stellung bei Madame Millet auf. Ja, sie wollen auf dem Lande leben. Aber Madame Millet will mich als Hausmädchen einstellen. Das hörte ich schon. Ich wollte mit dir darüber reden. Es ist leichte Arbeit und gute Bezahlung. Ist es nicht eigenartig, Hochwürden?
Die Dame sagte mir doch, ich werde auf dieser Welt nicht glücklich. Aber ich bin es. Ich bin so glücklich wie noch nie. Ich habe eine Stelle. Und Monsieur Antoine ist ein prächtiger junger Mann. Bernadette, weißt du, warum die bischöfliche Kommission hier war? Ja, die Herren haben alle Leute, die geheilt wurden, daraufhin untersucht. Das stimmt. Was ist mit dir? Glaubst du nicht, dass die Herren auch deinetwegen hier gewesen sind? Ich habe alle Fragen beantwortet. Ich hoffe, sie lassen mich jetzt zufrieden. Die Kommission wird jetzt über dich einen sehr bedeutungsvollen Bericht schreiben. Vielleicht kommt man zu der Erkenntnis, dass du von überirdischen Mächten auserwählt wurdest und dass deine Hand nur die wundertätige Quelle auffinden konnte. Verstehst du auch, was das heißt? Nein. Es bedeutet, dass jahrzehntelang die größten Männer unserer Kirche über dich wachen werden. Und dann vielleicht, wenn wir anderen schon lange tot und vergessen sind, wirst du... Nein, das will ich nicht. Das kann nicht. Tja, es ist nicht einfach. Nein. Nein. Sag mir, sind die Klosterschwestern in der Schule nicht gut und nett? Oh ja, Hochwürden. Sie sind sehr nett. Möchtest du nicht auch so eine Schwester werden? Mein Gott, das ist doch viel zu hoch für mich. Ich möchte ja nur zu Madame Millet als Hausmädchen. Bitte. Mein gutes Kind. Du bist von der heiligen Jungfrau auserwählt. Dadurch hast du eine große Verpflichtung. Du kannst jetzt nicht plötzlich einfach alles aufgeben und deinem Schicksal entfliehen, um ein Dienstmädchen zu werden. Einmal sagte ich dir, du spielst mit dem Feuer, Bernadette. Es war ein himmlisches Feuer. Der Himmel erwählte dich. Und jetzt erwähle du dafür den Himmel. Verstehst du? Ja. Es wird dir bei den Schwestern von Nevers gefallen. Ihr Orden wird überall sehr geschätzt. Er hat viel zu tun mit dem praktischen Leben. Ich würde ja gern Ihren Rat befolgen, weil ich einsehe, was Sie sagen. Los. Du machst dir Sorgen um deine Familie. Das brauchst du nicht. Du bleibst noch bis zum Sommer. So lange wird es dauern, bis der Bericht fertig ist. Ich habe veranlasst, dass dein Vater bis dahin eine Mühle bekommt. Sein Beruf wird ihm wieder Freude machen und seine Familie wird keine Sorgen mehr haben. Nein, 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 nein. Bernadette. Noch einen Augenblick. Ich muss dir noch etwas sagen. Wenn ich es auch als Kommissionsmitglied nicht darf. Versteh mich gut. Ich habe Vertrauen zu dir. Aber es besteht noch immer eine Kleinigkeit, die ich anzweifeln muss. Die Worte unbefleckte Empfängnis. Wenn du zugeben würdest, dass diese Worte die Dame nicht gesagt hat, würde sich vieles ändern. Würdest du dies eine nur widerrufen, dann gäbe es irgendwo ein Fleckchen auf dieser Erde, wo du endlich in Ruhe leben darfst. Willst du dir es noch einmal überlegen? Ich brauche nicht zu überlegen, weil ich sie niemals anlog. Sagte ich was von Lügen? Und ich brauche auch kein Fleckchen Erde. Guten Tag, Hochwürden.
Bernadette, möge der Schutzpatron der Reisenden dich behüten. Danke. Jetzt werde ich auf meiner Reise doppelt geschützt. Geh, Adula, lauf schon. Geh, Kleiner. Lass mich, ich kann das nicht sagen. Du verdankst Bernadette dein Leben. Geh und sag's jetzt, los. Und alles Gute. Du wirst uns fehlen, Bernadette. Ihr werdet mir auch fehlen. Bernadette, wenn ich 100 Jahre alt werde, werde ich dich nie vergessen. Du warst es, die mich aus dem Rachen des Todes hier. Ein St. Christoph. Dankeschön. Ah, da bist du ja, Bernadette. Ich fasse mich kurz. Entschuldige, dass ich so spät komme, aber ich musste noch eine Rede am Bahnhof halten. Meine gute alte Freundin verlässt also Lourdes. Bernadette. Niemals werde ich diese ersten peinlichen Tage vergessen, wo praktisch wir allein einer Welt von Zweiflern Widerstand entgegenbrachten. Ich werde auch immer mit... Ich muss jetzt gehen. Die Schwestern im Wagen werden sonst ungeduldig. Hm? Auch von meinen Eltern muss ich mich verabschieden. Hm. Bitte entschuldigen Sie mich. Gewiss, gewiss. Eine kleine Aufmerksamkeit für die lange Reise. Oh, danke, Monsieur. Und hier, möge dieser heilige Schutzpatron über deinem Wagen schweben, dich schützen... und dich sicher an dein Ziel geleiten. Danke, Monsieur. Ich möchte mich verabschieden. Zieh dich immer warm an. Denke das Tuch. Mama, ich brauche das Tuch nicht. Es ist draußen sehr windig. Denk an dein Asthma. Louise, wir wollen jetzt nicht davon reden. Es wäre doch noch so viel zu sagen. Und jetzt, wo es so weit ist, kann man es einfach nicht. Man kann es nur fühlen. Leb wohl, Papa. Leb wohl, mein Kind. Leb wohl, Mama. Leb wohl, Bernadette. Grüß bitte Madame Niccolo und ihren Sohn. Schon lange. Darf ich noch einen Augenblick vor? Wir müssen vor Dunkelheit in Toulouse sein. Uns kann nichts passieren. Hier, ich habe genug Schutz für uns alle. Also gut, beeile dich. Wir haben uns schon verabschiedet, ich weiß. Aber ich habe noch etwas für dich. Keine Angst, es ist kein St. Christoph. Du hast ja nur 4. Ich habe aber 5 gesegnet. Dann kommt jemand zu spät. Bernadette, manchmal fällt es schwer, gewisse Dinge in einem Brief auszudrücken. Wo du auch immer hingehst, wenn du mich je brauchst, schick mir das hier. Ich weiß dann Bescheid und komme zu dir. Hochwürden. Wenn Sie wüssten, wie viel mir das bedeutet. Leb wohl. Leb wohl, Bernadette. Gott segne dich. Thank you.
Für Sie, Mademoiselle. Monsieur, die sind wunderschön. Ich wollte mich nicht mit den anderen von Ihnen verabschieden. Ich wollte Ihnen noch etwas sagen. Was denn, Monsieur Antoine? Tja, ich wollte sagen, meine Mutter wird alt. Sie und ich, wir sind sehr aneinander gewöhnt. Deshalb will ich auch nicht heiraten. Denn eine Schwiegermutter und eine Schwiegertochter, naja, das geht doch nie gut. Ich möchte deswegen keine Frau. Das habe ich nur noch sagen wollen. Ich wünsche Ihnen gute Reise, Bernadette. Leben Sie wohl, Antoine. Du bist die Bewerberin aus Lourdes? Ja, Schwester Oberin. Wie heißt du? Soubirou. Bernadette Soubirou. Wie alt bist du? 20 Jahre. Was kannst du? Oh, ich kann nicht besonders viel. Was wärst du draußen gern geworden? Ich dachte, dass ich mich zum Dienstmädchen eigne. Sind Sie es, Schwester Marie-Therese? Ja, Schwester Oberin. Schwester Marie-Therese ist die Lehrerin der Novizen. Dieses Mädchen ist Bernadette Soubirou. Wir kennen uns schon. Die Anwärterin wird in der Küche anfangen. Du wirst Geschirr waschen, ausfegen und aufwischen. Das wird nun vorläufig deine Arbeit sein. Fass das nicht auf, als wäre es ein Befehl. Es ist bloß ein Vorschlag. Wenn du dich der Arbeit nicht gewachsen fühlst oder sie dir aus irgendwelchen anderen Gründen widerstrebt, dann sag es bitte gleich. Nein, Schwester Oberin. Ich arbeite sehr gern in der Küche. Gut. Schwester Marie-Therese führt dich in deine Zelle. Mit Verlaub, Schwester Oberin. Es wäre noch was zu klären. Der Name der Anwärterin erregte viel Aufsehen in der Welt. Aber bei uns gelten große Namen nichts. Selbst wenn sie durch höhere Verdienste erworben wurden. Alles, was in der Welt einmal für uns Bedeutung hatte, bedeutet hier nichts. Übrigens ist der Name Bernadette eine äußerst kindische Verkleinerungsform. Ganz recht. Ehe du ins Noviziat aufgenommen wirst, musst du noch einen anderen Namen wählen. Vielleicht wird es am besten sein, wenn du das gleich tust. Hast du dir schon einen überlegt? Nein, noch nicht. Wie hieß deine Taufpatin? Bernard. Dann wirst du sicher gern Marie Bernard heißen, mein Kind. Komm, Marie Bernard. Gefällt es dir hier nicht, Marie Bernard? Oh, doch. Es gefällt mir sehr. Du wirst lernen, dich hier wohlzufühlen. Ein Kloster ist kein Gefängnis. Keinerlei Zwang herrscht hier. Sollte es dir schwerfallen zu gehorchen, wirst du die Türen immer offen finden. Gute Nacht, Marie Bernard. Gute Nacht, Schwester.
Marie Bernard. Ja? Woran hast du eben gedacht? An meine Familie. Weltliche Erinnerungen haben in diesem Hause keinen Platz. Wir sind hier, um uns zu konzentrieren und nicht um zu träumen. Ja, Schwester. Findest du diese Arbeit erniedrigend? Oh nein, Schwester. Dann wollen wir keine Zeit verlieren und Gott unsere Bereitschaft zeigen. Ja, Schwester. Hat Schwester Bernard was am Bein? Ja, es scheint so. Aber sie hinkt vielleicht nur, um dadurch in den Vordergrund zu rücken. Ich werde mit ihr reden. Schwester Marie Bernard, komm her bitte. Ich möchte mit ihr reden. Gerne, Schwester. Wollen Sie, dass ich erst zu Ende bete? Was ich dir zu sagen habe, ist auch wichtig für deine Seele. Wir gehen in deine Zelle. Ja, Schwester. Entschuldigen Sie mich, Schwester Oberin. Setz dich, Marie Bernard. Ich wollte schon seit langem mit dir reden. Warum hinkst du? Es ist nichts, Schwester. Um Mitleid bei den anderen zu erwecken, oder? Bitte, darf ich... Du vergisst, dass ich dich seit vielen Jahren kenne. Draußen in der Welt feierte man dich. Überall in Frankreich bestaunt man dich als ein Wunder. Hier bist du ein Nichts. Und das wird dich sicher bedrücken. Oh nein! Die Versuchung, an deinem Ruhm festzuhalten, ist groß für dich. Schwester, nie habe ich etwas Höheres als die anderen sein wollen. Ich will nur eine von den Schwestern hier sein, nicht zweite. Vor 10 Jahren schon zweifelte ich an dir. Und jetzt tue ich's noch. Ich habe sie nie angelogen. Ich wollte dir glauben. Gott allein weiß, wie sehr ich es versuchte. Aber ich kann nicht. Was glauben Sie nicht? Deine wundervoll bringende Dame. Ich sah sie. Sie war da. Ja. Viele glauben dir. Selbst der Heilige Vater in Rom. Aber ich nicht. Ich kann nicht. Was weißt du schon vom Leiden? Gar nichts. In unserer heiligen Geschichte sind Auserwählte nur die gewesen, die gelitten haben. Wieso erwählte Gott dich und nicht mich? Das kann ich nicht sagen. Ich weiß, was Leiden heißt. Sieh in meine Augen. Sie brennen wie die Feuer der Hölle. Warum? Weil sie Schlaf brauchen. Schlaf, den ich ihnen nicht geben kann. Meine Kehle ist ausgedörrt vom Beten. Meine Hände tragen Schwielen von den Diensten für Gott. Mein Körper schmerzt von den Steinfußböden. Ich habe gelitten, weil ich weiß, zu Gott führt nur dieser Weg. Und wenn ich, die sich gemartert hat, nicht mal die heilige Jungfrau sehe, wieso und mit welchem Recht durftest du sie dann sehen? Das weiß ich auch nicht. Sie sind doch 100-mal würdiger. Gäbe es doch nur einen Beweis. Wenn du ihn mir geben könntest, vielleicht könnte ich dann glauben. Vielleicht würden dann diese Ungeheuer des Zweifels und des Hasses aufhören, meine Seele zu verzehren. Um der Liebe Gottes Willen, Schwester, gib mir einen Beweis. Ich möchte Ihnen helfen, Schwester. Nur habe ich nie gelitten. Ich habe nie... Vielleicht ist es doch möglich. Vielleicht gibt es einen Beweis.
Nun, Doktor? Außer einer starken Geschwulst am Knie hat sie eine Knochentuberkulose. Klagte sie nie über Schmerzen? Noch nie. Oder? Sie hat nie etwas gesagt. Kaum zu verstehen. Sie muss dies Leiden schon lange haben. Die dauernden Schmerzen und Qualen, die damit verbunden sind, sind zu grausam, um sie zu beschreiben. Oh Gott, ich wollte die Pforten des Himmels erstürmen, indem ich mich selbst geopfert habe. Jetzt weiß ich, dass wir auserwählt sein müssen. Dass wir begnadet sein müssen, so wie du dieses Kind begnadet hast. Gott, verzeih mir, ich habe sie verfolgt. Und ich glaubte ihr nicht, weil ich voller Hass und Neid war. Gott, hilf mir, dieser auserwählten Seele bis an mein Lebensende zu dienen. Gott, hilf mir. Es scheint Ihnen heute besser zu gehen, Schwester. Ja, danke sehr, Schwester Oberin. Ein bisschen. Schwester Marie-Therese und ich haben uns darüber unterhalten, ob Sie nicht vielleicht eine Reise machen könnten. Eine Reise? Wir könnten den Weg nach Lourdes in verschiedenen Etappen zurücklegen. Lourdes? Sollten nicht Sie aus dem Segen, den Sie der Menschheit brachten, auch für sich Nutzen ziehen können? Das ist nicht möglich. Und weshalb nicht? Die Quelle ist nicht für mich. Wieso soll die Quelle nicht auch Sie heilen? Die Quelle ist nicht für mich. Hat dir das die Dame gesagt? Sie sagte, in dieser Welt wirst du kaum glücklich werden. Erst in der nächsten. Die Quelle ist nicht für mich. Danke, Doktor. In diesem Fall müssen wir den Bischof verständigen. Er wünscht von Marie Bernard noch eine endgültige Bestätigung zu bekommen. Schwester Marie Bernard, wir verlesen jetzt den endgültigen Bericht, den die Untersuchungskommission vom Jahre 1858 zusammengestellt hat. Er enthält alle Aussagen, die Sie damals gemacht haben. Was wir von Ihnen wollen, ist, dass Sie uns Ihre Aussagen bestätigen. Sind Sie dazu imstande? Ja. Am 11. Februar im Jahre unseres Herrn 1858 wurde ich, Bernadette Soubirous, mit meiner Schwester und meiner Freundin Jeanne Abadie
ausgeschickt, um Brennholz im Walde zu holen. Bestätigen Sie das? Ich sah sie. Bei Masabiello ruhte ich mich aus, während meine Schwester und meine Freundin den Fluss durchschritten. Bestätigen Sie das? Ich sah sie. Eine Zeit lang geschah nichts. Plötzlich bemerkte ich, wie der Rosenstrauch bei der Grotte zu zittern anfing. Ich sah sie. Bedauern Sie Ihren Besuch nicht? Nein. 5 Jahre war ich jetzt in der langen Dock stationiert. Eine elende und scheußliche Gegend. Jetzt, wo ich das sehe, weiß ich erst, in welchem Paradies ich gelebt habe. Sie sehen, mein Freund, wie tief doch die Hölle ins menschliche Leben reicht. Arme, unwissende Menschen. Warum kommen Sie her? Weil Sie verzweifelt sind und einen Glauben haben. Und weil gelegentlich jemand geheilt wird. Und weil irgendein Hypochonder plötzlich vor seelischer Erregung vergisst, dass er krank gewesen ist. Ja, solche Fälle hat es oft gegeben. Und wiederum gibt es viele, für die wir keinerlei Erklärung haben. Gestern zum Beispiel kam eine Frau mit Gesichtstuberkulose. Plötzlich entdeckte sie eine Nase und einen Mund, wo 10 Minuten vorher nichts gewesen war als eine faulende Öffnung. Bitte, Doktor. Solche Märchen überzeugt man mich nicht. Wir haben Bilder davon. Vielleicht überzeugen Meine Sie... Meine Herren, es ist sinnlos. Dieser Streit geht doch schon seit vielen Jahren. Und ich befürchte, dass er noch lange dauern wird. Für die, die an Gott glauben, ist keine Erklärung nötig. Für die, die es nicht tun, ist keine Erklärung möglich. Euer Hochwürden. Ja, da war... Hier ist ein Brief für Sie. Ihre Haushälterin meint, es wäre vielleicht wichtig. Ich danke dir. Das war der erste. Erinnern Sie sich? Kann ich gehen, Hochwürden? Ja, danke, Adela. Sie sollten etwas gegen Ihre Erkältung tun, Monsieur. Das ist nur ein leichter Husten, den ich mir gestern in der Bahn geholt habe. Morgen wird es schon wieder besser sein. Entschuldigen Sie mich bitte. Guten Tag. Guten Tag, Hochwürden. Wenn Sie Wert darauf legen, lieber Doktor, dann tragen Sie in Ihrem großen Buch ein, dass meine erstaunliche Heilung nur der Dame von Lourdes zu verdanken war. Wenn ich ein solches Buch hätte, führte ich Sie darin als einen Skeptiker. Doch einmal wird er über das, was in Lourdes geschehen ist, nachdenken. Nein, Doktor. Ich nicht. Dieser Ort kann mich nur noch abstoßen. Damals war es ein ruhiges, nettes Städtchen. Und was ist es jetzt? Es kommt mir wie ein Schwamm vor, der alle Krankheiten der Welt aufsaugt. Morgen. Guten Tag, meine Herren. Guten Tag, Monsieur de Tour. Guten Tag. Wie geht's Ihnen heute? Danke, Herr Doktor, es geht mir viel besser. Monsieur Jones hat etwas Ähnliches in der Stimme wie Monsieur de Tour. Finden Sie nicht? Ja, Sie haben recht. Monsieur Jones hat Kehlkopfkrebs. Ich bin ein Fremder hier. Ich bin nicht wie diese Tausende von Seelen, die hell und hoffnungsvoll in der Dunkelheit aufleuchten. Mein Stolz hat immer zwischen ihnen und mir gestanden. Der Stolz darauf, ein höheres menschliches Wesen zu sein. Aber jetzt weiß ich, dass wir nichts anderes als eine jämmerliche Gattung von Tieren sind, die sich von den Insekten nur durch Nervenzentren unterscheiden. Ein hungriger Krebs nagt an meiner Kehle. Morgen werde ich in die lange Dock zurückkehren und mich in die Höhle des Sterbens verkriechen. Und kein Mensch wird wieder von mir hören. Ich werde allein sein. Allein und verzweifelt. Und warum auch nicht? Ich werde allein sein, weil ich nicht geliebt habe.
niemanden und nichts. Nicht einmal mich selbst. Gar nichts. Gar nichts. Bitt für mich, Bernadette. Mein Kind. Ich habe nicht gelogen. Gott weiß es. Sie fragten mich andauernd. Ja, ich habe sie gesehen. Und niemand glaubt mir. Ja, du hast sie gesehen. Und du wirst sie wiedersehen. Ich bin nicht sicher. Denn vielleicht habe ich nicht genug gelitten. Du hast genug gelitten für den Himmel der Himmel. Nein. Krank übertreiben oft. Ich weiß das genau. Die Schmerzen sind nicht so schlimm. Meistens. Schwester. Schwester. Was ist Bernadette? Welcher Tag ist heute? Mittwoch. Mittwoch. Morgen. Morgen ist wieder Donnerstag. Ach, ich... Madame. Doch, mein Kind. Nein. Ich war dumm und ich wusste nicht, was die heilige Dreieinigkeit war. Wo sind Sie, Madame? Sie ist nicht da. Oh, meine Geliebte spricht. Steh auf. Eile, meine Liebe, meine Taube, ich wusste es, ja. Denn der Winter ist jetzt vorüber. Der Winter ist vorüber. Ich werde sie nie wiedersehen. Die Ranken und Blumen lieben ihren süßen Duft. Nie wieder. Eile, meine Liebe, meine Taube, meine Schöne. Auf den geweihten Orten der Wege. Nein, ich werde sie. Lass deine Stimme in meinen Ohren erklingen. Denn deine Stimme ist süß. Den Schatten der Vergangenheit. Steh auf, eile, meine Liebe, meine Taube, meine Schöne. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitt für mich. Du bist jetzt im Himmel und auf Erden. Dein Leben beginnt, Bernadette.